Das ist Anna. Anna studiert Biologie und Pädagogik an der Universität Würzburg. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe. In einer Sitzung des GESIG-Seminars Human Care erfährt sie, dass kulturelle Unterschiede in der Arbeit mit Geflüchteten Hürden darstellen können. Auf dem Heimweg fragt sich Anna, was Kultur denn hier überhaupt meint. Zu Hause angekommen, lässt ihr die Frage noch immer keine Ruhe. Am nächsten Tag geht sie in die Bibliothek und beginnt zu recherchieren. Anna findet heraus, dass der Begriff Kultur in unterschiedlichen Zeitaltern unterschiedliche Bedeutung hatte. Die Ursprünge des Begriffs Kultur gehen auf die Antike und das lateinische Verb colere zurück. Darin zeigt sich, dass Kultur als Tätigkeit und Prozess verstanden wurde. Colere bedeutet so viel wie pflegen, sorgen und bebauen, aber auch verehren. Aus diesem Verb leitet sich das Substantiv cultura ab. Zunächst bezeichnete es die landwirtschaftliche Kultivierung des Ackerlandes. Später war für die Römer auch die Pflege der inneren Natur gemeint. Dazu hatte vor allem Cicero seinen Anteil beigetragen. Während bis dahin nur von Agricultura die Rede war, führte Cicero den Begriff der Cultura Animi ein. Hinter diesem steht ein Verständnis des Menschen als ein Wesen, dessen Geist und Seele kultivierungsbedürftig seien. Der Mensch solle sich demnach der Formung und Bildung seines Charakters widmen. Cultura war als Prozess oder Tätigkeit an ein Genitivattribut gebunden. Neben dem bereits erwähnten Begriff Cultura Animi entstanden auch Begriffe wie Cultura Dei, die Verehrung des Göttlichen, und Cultura Literarum, die Pflege der Schriftkultur. Im Mittelalter und in der Renaissance veränderte sich der Kulturbegriff nicht maßgeblich. Ein folgenreicher Bedeutungswandel fand gegen Ende des 17. Jahrhunderts statt. Samuel von Pufendorf substantialisiert den Kulturbegriff und prägt ihn damit bis heute, indem er ihn von seinem Genitivattribut trennte. Kultur wird zu einem absoluten Begriff, der für sich alleine stehen kann. Kultur bezeichnet bei Pufendorf den sittlichen Zustand einer Kollektivität, durch den eine qualitative Unterscheidung zwischen Gesellschaften ermöglicht wird. Der Ausdruck Kultur bezog sich jahrhundertelang immer auf spezifische Tätigkeitsbereiche. Bei Pufendorf hingegen wurde Kultur zu einem selbstständigen Begriff und einem Kollektivsingular. In ihm vereinen sich sämtliche Tätigkeiten eines Volkes oder einer Nation. Der dadurch entstandene globale Kulturbegriff erhielt 100 Jahre später durch Johann Gottfried Herder seine für die Folgezeit vorbildliche Form. Herder verstand Kulturen als Kugeln. Jede Kultur bildet für sich eine Kugel. Innerhalb einer Kugel herrscht Homogenität. Fremdes wird minimiert und Handlungen der Individuen eines Volkes werden durch diese Kultur bestimmt. Dadurch wird jedes Handeln zum Bestandteil gerade dieser Kultur. Da Kulturen wie Kugeln sind, können sie sich nur stoßen. Das heißt, sie können sich weder überschneiden noch miteinander kommunizieren. Nach außen herrscht bei den Kugeln strikte Abgrenzung. Jede Kultur soll sich als Kultur eben eines Volkes von den Kulturen anderer Völker unterscheiden. Anna weiß nun also, dass Kultur zu verschiedenen Zeiten andere Bedeutung hatte. Doch passt das Kugelmodell auf die heutige Zeit?